Moin, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming und zu Hitman. Unser Ziel steht jetzt direkt unter diesem Scheinwerfer. Knack, 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 knack. Ups. Wie ist das denn passiert? Ja, ich glaube, den Typen hat es direkt erschlagen. Kann er mal unauffällig runter gucken gehen? Ich meine, wir sind ja nicht zielgetötet. Ah nein, da war noch ein Soldat direkt neben ihm. Das ist natürlich jetzt blöd. Come in, come in. I got you. Shutting down this freak show. Ja, da liegt er vom Scheinwerfer erschlagen. Leider scheint es auch sein Bewacher erwischt zu haben, auch wenn wir den gerade nicht gesehen haben. Mal sehen, vielleicht ist er runtergefallen irgendwie. Sehen wir den hier unten? Nein, tun wir nicht. Oh, da wird er gleich in Leichensack getan. Und weggezogen. Ja, danke. Wohin bringt ihr den eigentlich? Das können wir ja gerade mal rausfinden. Ich meine, wir sind jetzt hier durch, ne? Ja, natürlich. Sofort. Ja, keine Ahnung, was wir mit so einem Leichensack machen. Aber es interessiert mich jetzt einfach mal. Als nächstes werden wir ihn, glaube ich, als Sicherheitsmann verkleidet. Erschießen, das dürfte auch relativ schnell gehen. Was konnten wir hier machen gerade? Irgendwas mit Q. Ah, keine Ahnung. Achso, wahrscheinlich einen von den Typen ausnocken. Jetzt wird er in irgendeine dunkle Ecke gezerrt. Ja, und dann da liegen gelassen. Ja, wir können damit auch nichts machen. Also Zeit für uns von hier zu verduften. Ich frage mich immer noch, ob es hier irgendwie einen anderen Ausgang gibt. Scheinbar aber nicht. Es wird zumindest keiner angezeigt. Hier scheint es wirklich nur diesen einen Fluchtpunkt zu geben. So, und der Plan für den nächsten Durchlauf ist, dass wir davon diesen Eingang benutzen, um nach oben zu kommen, den Typen zu erschießen. Dazu werden wir uns hier irgendwo ein Wachmann-Kostüm greifen müssen. Da müssen wir mal gucken, wo wir das am besten machen. Congratulations, Agent. You are cleared for field duty. Juhu! Schon wieder. Ich hoffe, jetzt kommt nicht nochmal diese Zwischensequenz hier. Ah, doch, kommt. Großartig. Damit sind wir wieder im Menü draußen. So. Preistraining, die Abschlussprüfung wollen wir. Da haben wir ja noch ein paar Herausforderungen, die wir bestehen müssen. Ne? Wir sehen das. Meisterleistung haben wir noch keine. Entdeckung, wir haben schon die Hälfte entdeckt. Was fehlt uns denn noch? Der Folienvortrag fehlt uns noch. Als Sowjetsoldat verkleiden, na klar. Wodka. Projektorfolien auflegen. Okay, das Schachspiel, damit er anstoßen kann. Und, ach so, ertränkt haben wir ihn auch noch nicht. Wir haben ihn noch nicht ertränkt. Wir gucken mal. Lautloser Killer haben wir, glaube ich, noch nicht abgeschlossen, ne? Nee. Töten Sie Jasper Knight, töten Sie nur die Ziele, verstecken Sie alle Körper, bleiben Sie unbemerkt. Ah, ich dachte, das hätten wir schon mal geschafft. Na gut, was soll's. Der Anzugpflicht, das wird auch nochmal interessant. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ja, da ballern wir uns vielleicht einfach durch, ne? Tod durch Zweitpersonen, genau hier. Scheinwerfer haben wir und wir werden ihn jetzt nicht ertränken, das machen wir danach, sondern wir werden ihn hier als Wache erschießen. Willkürliche Sicherheit. Ja, das werden wir machen. Und danach können wir ihn ja mit Rattengift
ausschalten. Und dann kommen wir zu den interessanten Sachen. Nämlich der Projektor. Der dürfte echt ziemlich interessant werden. So, hier die Security auszuschalten ist, glaube ich, ein bisschen knifflig. Wir könnten natürlich den Typen hier einfach ablenken. Ne? Wir haben ja Münzen. Haben wir Münzen? Ja, wir haben Münzen. Nicht hier, wo es keiner sieht irgendwie. Werfen wir einfach hier eine Münze hin. Hat es doch gehört, oder? Ja, hat er. Und dann kommen wir furchtbar schnell. Achso, da hätte ich mal gerade drücken müssen. Was, wo ist denn F? Was weiß ich. So, ah, scheiße. Get your hands up. Das haben wir natürlich ordentlich verkackt. Achso, wir müssen gedrückt halten. Ah, Schlag liegt da. Oh, komm schon. Ja, da haben wir uns vor den Augen der Wachen umgezogen. Also diese Mission können wir nochmal neu starten gerade. Das haben wir nicht gut gemacht. Überhaupt nicht, weil wir den Typen halt von vorne angegangen haben. Is based on an authentic 1979 mission. The high point of training Director Soda's career as an active agent. The top. So, also das machen wir nochmal schlau, ne? Und wir müssen die Münze hier tatsächlich ein bisschen weiter werfen. What? Damit er sich da auch wirklich umdreht und wir ihn von hinten angehen können. Ja, so ungefähr. So, haben wir irgendwas, um diese Wache zu verstecken? Ich glaube nämlich nicht, ne? Wir nehmen mal die Waffe mit. Jetzt muss ich mal gerade gucken, sorry. In den Einstellungen. Die Tastaturbelegung, was wir auf W zu liegen haben. Nichts. Warum lege ich denn dann Ausschalten nicht auf W? Frage ich mich gerade. Und hier Nahkampf. Legen wir einfach auf W. So. Das gefällt mir nämlich ein bisschen besser, muss ich sagen. Man muss nicht so weit rübergreifen hier. So, genau. Da ist umgeschaltet. Sehr gut. So, und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwie eine Kiste finden, wo wir den Typen reinlegen können. Aber scheint es hier tatsächlich nicht zu geben. Also wir müssen ihn dann irgendwo dran vorbeiziehen. Na, da hinten liegt er ganz gut. Zumindest okay. Oh, der erkennt uns. Das heißt, diesen Eingang können wir schon mal nicht benutzen. Was natürlich direkt schade ist. Wir könnten ihn natürlich ablenken mit einer Münze oder sowas, ne? Das ginge auch. Dann könnten wir diesen Eingang schon benutzen. Aber wir versuchen uns einfach mal hier innen lang zu schleichen. Doesn't make sense. The man is like a sitting duck, staying in Cuba. It's only a matter of time before Langley catches up with him. So, hier vorne die Treppe können wir leider nicht benutzen. Hier ist auch jemand drin, der uns erkennen könnte, wenn wir nicht vorsichtig sind. Yeah, I snuck a peek, so shoot me.
They might just do that. Those are military secrets. Bunch of projector slides, travel route or something. Pretty dull, really. Well, there's a soldier coming by to fetch him, so stay clear, okay? What's wrong with this Friendly guy? Advice. All right. Playing chess at a time like this? He's 90 miles from U.S. Not even... He was one of Janice. Sir? Was? You're trespassing. Ach, wir dürfen ja nicht rein. Stand still, buddy. Nah, I think it calms him down. Did I not make Jasper okay, Knight. Sir? It's not like normal people. Chess to him is like oxygen and alcohol. Does look concentrated. Hey, who are you, buddy? Ja, ich glaube, wir sind schon wieder aufgeflogen, weil wir da oben einfach gar nicht rein dürfen. Und gleich ist einfach die ganze Basis hinter uns her. Was natürlich äußerst ungünstig ist. So, okay, jetzt suchen die uns nicht mehr. Aber wir haben natürlich immer noch keinen Weg nach oben reingefunden. Tricky. Also als Wachmann dürfen wir scheinbar da oben nicht sein. Und das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen kompliziert. Mal schauen, wie wir da ein bisschen tricksen können. Kann man hier drüben eigentlich auch irgendwo über den Zaun nehmen, ne? Ist hier noch irgendwas? Nope. Sieht nicht so aus. Okay, da wollen wir nicht runterspringen. Ist in Ordnung. Tja, ich muss sagen, Leute, das ist in der Tat ein bisschen tricky, hier einen Weg hochzufinden, den wir vernünftig nehmen können. Da könnten wir versuchen hochzukommen, aber ich glaube, da wollen die uns auch nicht haben. Ja, da sagt uns bestimmt auch gleich. I know, your security, you're cool and all, but I can't let you through. Sorry. So, wir haben also keine Chance, hier als Sicherheitsmann ins Obergeschoss zu kommen. Das bedeutet wiederum, dass wir ein bisschen tricksen müssen. War ja nicht ein Techniker. Sonst immer. Wo ist denn der hin? Ah, hier. So, dann schauen wir uns einmal die Checkliste an. Und dann bitten wir den Mann zum Sicherheitscheck. Ziehen uns hier um und werden ihn dann erschießen. Aber das jetzt untersucht? Ja, irgendwie scheinbar schon, ne?
Hallöchen. So, da ist er. Jasper Knight, we gotta go over the safety protocol. Follow me, please. Ugh, must we really? Ja. Sonst kann ich dich nämlich nicht vernünftig erschießen, Junge. So, jetzt ein bisschen Bewegung hier. Mal kurz umziehen. So, das war nicht schön, aber effizient. Scheint auch niemand zu stören, wenn wir hier lang rennen. Das macht uns nicht irgendwie verdächtig oder so. Das ist ja auch immer schön. Congratulations, Agent. So, dann kommt als nächstes das Rattengift dran. I hope you know what you just did. Wir hätten natürlich die Mission auch direkt neu starten können, ne, nachdem wir das Achievement freigeschaltet hatten. Sparen wir uns hier den Quatsch immer. So, Soldatenverkleidung, Rattengift. Das sind die beiden Sachen, die wir jetzt brauchen. Und natürlich den Wodka. The final test is big. Print out the safety protocol for the jet. Eh, it's on the clipboard. Look, do we really have to do this, all things considered? We're putting a pasty-faced egghead inside a Mach 3 fighter jet. Yeah, I kinda think we do. I get it. Safety first and all that. I don't care which one of you does it, it's mandatory. Just tick the box and get it done. So. Oh, Entschuldigung. Diese Gelegenheit werden wir auslassen. Ich weiß noch nicht, wie wir das mit der Anzugpflicht machen, ehrlich gesagt. Da müssen wir mal gucken. Da können wir uns wahrscheinlich auch hier rein schmuggeln irgendwie. Ne? Wir könnten auch hinter der Wache hier einfach durchgehen. Oh ja, das können wir gleich mal probieren, Leute. Hier kommt man also schon mal ganz gut rein. Gut zu wissen, gibt es hier irgendwo eine Kiste, wo wir so Leichen verstecken können oder sowas? Hier ist eine, ne? Ja. Was liegt denn hier rum? Ein Hammer. Nehmen wir vielleicht mal mit. What? Ja, genau. Possible intruder. Sweeping area. Over. Aha, das war super. Das war ernsthaft super. So, wir verkleiden uns. Herausforderung abgeschlossen, sehr schön. So, und jetzt dürften wir hier wesentlich leichter reinkommen. It doesn't make sense. The man is like a sitting duck, staying in Cuba. It's only a matter of time before Langley catches up with them.
If I was Knight, I'd be long gone. That was the plan. Then Knight pulls a fast one. Now he wants his girlfriend to go with him. So, wir schnappen uns erstmal den Wodka. Ja, dazu müssen wir, glaube ich, hier drüben rein und die Leute belauschen. Think he's back home? This is Cuba. We got tons of rum, but vodka at a military airfield? I know, but at least pretend you're looking. That man is KGB, and pretty high up the chain at that. Those guys don't take too kindly to failure. I hear you. Vodka? The officer in charge has ordered airfield security to get him a bottle of vodka. He will probably offer Knight a drink as well. That is, provided he is able to drag the Grand Master away from his chess game. Da haben wir es also. Der KGB-Offizier hat eine Schwäche für Wodka und er trinkt ungern allein. Der diensthabende Offizier hat eine Flasche Wodka angefordert. Vermutlich wird der Knight ebenfalls einen Drink anbieten, natürlich nur, wenn es ihm gelingt, den Großmeister von seiner Schachpartie wegzulocken. Okay. Das heißt, das Ganze ist jetzt hier zweifach. Zum einen müssen wir Wodka organisieren. Ja, da zeigt uns jetzt hier der Indikator zum Glück, wo wir hin müssen. Und zum zweiten müssen wir das Schachproblem lösen. Und zum dritten brauchen wir mehr Rattengift. So, wir nehmen diese Flasche Wodka einfach mit. Was? You know that guy who flew in from Moscow? Who? He's the real McCoy. That KGB officer, Netsky? Yeah. That's what years of special KGB training in Siberia will do to you. They say he hunts tigers with a bow and arrow. Come on. Seriously. They even say he works directly for Janus. Takes orders from nobody else. Really? I know. The guy's a real killing machine. We're lucky he's on our team. I'll drink to that, comrade. Tja, wir werden auch darauf trinken, beziehungsweise trinken lassen. Wodka haben wir, okay. Carry on. So, hier oben dürfen wir auch locker rein. Das stört niemanden. Guten Morgen. So, da hinten sind Wodka-Gläser. Wir wissen natürlich nicht, leider, ja, wem welches Glas gehört, denn da gibt es zwei Gläser. Ganz klar. So, wir manipulieren das Schachspiel. Die Dame nach G3. So, Herausforderung abgeschlossen. Sehr schön. So, da haben wir hier die Gläser. Es kommt gerade keiner, ne? Eingabe benutzen, G abbrechen. Das war knapp. So, jetzt müssen wir warten, bis er wieder draußen ist. Yes, just the move I was contemplating. I appreciate the gesture, friend, but one genius is more than enough. Why on earth didn't I think of that? Must be nerves. So, würdest du bitte gehen? Danke. So, jetzt schnell, bevor der KGB-Offizier kommt. So, dann stellen wir den Wodka hier hin. Dann schauen wir mal, was passiert. Also wir haben jetzt beide Wodka-Gläser hier an dem Tablett vergiftet, ne, weil wir nicht wissen, wem welches gehört. Da kommt der KGB-Offizier, wie es aussieht. Stellen uns mal unauffällig hier hin. Wir könnten uns auch hier im Schrank verstecken. Ne, in dem Schrank gerade nicht, aber ansonsten könnten wir uns im Schrank verstecken. So stehen wir einfach dekorativ herum. Shot of vodka, Knight? After all, you're one of us now. Make that two.
I am about to break the sound barrier. Ja, betrunken in Jet einsteigen. Ja, betrunken, angetrunken. Ja, vielleicht auch nicht so clever. Aha, Knight bekommt also das linke Glas, wie es aussieht. To fallen comrades. Not socialism. Don't be daft, Knight. You people don't go around making toasts to capitalism, do you? Point taken. Nostrovia. Close enough. Okay. Ugh, what's going on? I feel horrible. So hot. Oh, God. Tja, KGB-Offiziere. Sind also auch nur Menschen. So, wir schließen diese Tür. Und dann ertränken wir ihn. Bitte ziehen, danke. So, einmal beseitigen. Und schon sind wir wieder komplett unauffällig. Und können hier raus. Ja, mal sehen, wie wir das mit der Anzugpflicht lösen. Wir wissen ja schon ungefähr, wo wir rein können. Wir haben ein paar Münzen dabei, um Leute abzulenken, wenn es sein muss. Und da müssen wir uns nur überlegen, wie wir Knight töten. Nicht hier reinzukommen, wäre eigentlich, glaube ich, ganz gut. Ich weiß noch nicht, ob das hundertprozentig machbar sein wird. Der Typ, da müsste mal sich gerade umdrehen, danke. So. Also, wenn wir hier rumschleichen. Und dann vielleicht eine Münze irgendwie nach hier rechts werfen oder nach links und uns dann reinschleichen schnell. Könnten wir das eventuell schaffen. Müssen wir mal gucken. So, hier hätten wir unseren Trainingsanzug wieder. So, und hier können wir angeblich einfach rausgehen. Kümmert niemanden. Wenn wir einfach den Stützpunkt verlassen. Vollkommen unauffällig. Congratulations. So, hätten wir das also auch geschafft. I hope you know what you just did. Und dann schauen wir mal, was wir fürs nächste Mal noch für Herausforderungen übrig haben. Was wir noch machen müssen. Und dann können wir nach der nächsten Folge quasi, vielleicht auch schon in der nächsten Folge, müssen wir mal gucken, wie schnell wir vorankommen. Nach Paris. Auf eine Modenschau. So, wir gucken mal. Entdeckungen, da fehlen uns noch die Folien. Das ist klar. Schließen Sie alle Attentatsherausforderungen ab. Genau, da fehlt uns noch eine. Da sind 5 noch nicht markiert. Also die Anzugpflicht müssen wir noch machen. Lautlosen Killer haben wir abgeschlossen. Inzwischen, ne? Töten Sie Jasper Knight, töten Sie nur die Ziele, verstecken Sie alle Körper, bleiben Sie unbemerkt. Das haben wir gerade eben geschafft, würde ich vermuten. Anzugpflicht müssen wir noch machen, das wird noch ein Durchgang. Und dann brauchen wir hier wahrscheinlich noch 2 Durchgänge. Ne? Einmal sollen wir den KGB-Offizier reinlegen, dass er Jasper Knight tötet, und einmal sollen wir ihn selber töten. Oh, und dann sollen wir ihn natürlich noch mit einem Sturmgewehr als sowjetischer Soldat verkleidet töten. Das wird auch ein Spaß. Aber das bekommen wir hin. Also da haben wir noch 4 Durchgänge, die wir hier machen müssen. Denke ich, bekommen wir in der nächsten Folge hin. Die dürften alle nicht so lange sein.
Wenn ich hier mit der Folie das zweimal mache, mit dem Anzug, das Rumschleichen dauert vielleicht ein bisschen lange. Und der Sturmgewehr-Durchlauf, der wird super schnell gehen, kann ich euch schon mal sagen. Da spielen wir vielleicht auch gar nicht zu Ende, ne? Wenn wir das hier gemacht haben, dann klemmen wir uns das Entkommen vielleicht. Ja, schließen Sie die Mission ab, müssen wir hier machen. Hier müssen wir die nur töten, also sobald wir das haben, können wir die Mission dann auch neu starten. Dann sparen wir uns ein bisschen Zeit. Auf jeden Fall bedanke ich mich für euch fürs Zuschauen, Jungs und Mädels. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Und wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao.